Es war der Stoßseufzer eines ermüdeten Revolutionärs. Leider notierte Karl Kautsky kurz nach dem Ersten Weltkrieg an seinem Berliner Schreibtisch: Leider richtet sich der Gang der Weltgeschichte nicht nach unseren Wünschen. Mit diesem Gedanken leitete der 65-Jährige seine Schrift Terrorismus und Kommunismus ein, in der er die Machtergreifung und die Herrschaftsmethoden Wladimir Lenins einer strengsten Kritik unterzog. Arg mitgenommen vom Chaos einer wild gärenden Zeit, wie er schrieb, markierte er damit zugleich die große Kluft zwischen den Weltveränderungsträumen seiner Jugend und den epochalen Umbrüchen in Russland und Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges. 1917 hatte sich die marxistische Revolutionshoffnung am denkbar unwahrscheinlichsten Ort Europas erfüllt. Und nun waren die Bolschewiki dabei, in Russland eine kommunistische Diktatur zu errichten. In Deutschland hingegen zerschlugen sich mit den blutigen Zusammenstößen nach der doppelten Ausrufung der Republik gerade alle Hoffnungen auf eine sozialistische Revolution. Ohne sich programmatisch von den marxischen Lehrsätzen zu distanzieren, etablierte sich die SPD stattdessen als nationale Verantwortungspartei, die zu sehr vielen Kompromissen mit den alten Eliten bereit war. Gut 70 Jahre nach der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests war der Marxismus also zwar anders als geplant, aber dennoch machtvoll auf die politischen Bühnen Europas getreten. Er würde sie erst am Ende des Jahrhunderts wieder verlassen. Konfrontiert mit den vielfältigen Konsequenzen eines jahrzehntelangen Engagements, gestand sich der alternde Kautsky die Grenzen seiner eigenen Weltveränderungsmacht ein. Nur Nicht-Marxisten werden sich über die unfreiwillige Komik in seiner Aussage amüsiert haben, denn er hatte tatsächlich sein Leben lang geglaubt, dass die Weltgeschichte nach seinen Vorstellungen voranschreiten würde. Die Gründe für diese bemerkenswerte Überzeugung führen zurück zu den Ursprüngen einer politischen Weltanschauung namens Marxismus. Denn Karl Kautsky gehörte zu einer Handvoll von europäischen Intellektuellen, die sich ab Mitte der 1870er Jahre an die Lektüre, Deutung und Weiterschreibung der damals noch wenig verbreiteten Texte von Karl Marx und immer auf Friedrich Engels machten. Über relativ vergleichbare, meist bürgerlich-akademische Sozialisationswege und über erste Kontakte in die entstehenden Arbeiterbewegungen fanden sie in diesen Texten ein Erkenntnis- und Weltverbesserungsversprechen, das ihr individuelles Unbehagen an den Verwerfungen ihrer Zeit mit einer wissenschaftlichen Fundierung und politischen Handlungsperspektive versah. Über diese an spezifische Politisierungserfahrungen gebundenen Hingabebewegungen zu Marx möchte ich im Folgenden sprechen. Im ersten Teil meines Vortrags geht es um die Geschichte, die ich im Buch anhand einer Gruppenbiografie zu erzählen versuche. Die Entstehungsgeschichte des Marxismus. Im zweiten Teil werde ich etwas detaillierter auf die konzeptionellen Grundlagen meiner Studie eingehen, eine historische Studie, wie schon gesagt, und am Beispiel der vielschichtigen Persönlichkeit Rosa Luxemburgs die Spezifika des Marxismus als politischem Engagement verdeutlichen. Blickt man auf das transnationale sozialistische Ideenlaboratorium, das überwiegend bürgerliche Intellektuelle bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen grob gesagt Frankreich, England und Deutschland geschaffen hatten, war das Besondere an Marx und dann am Marxismus die Nachdrücklichkeit, mit der man behauptete, sich endlich der sozialen Wirklichkeit zuzuwenden. Die Welt, die Verhältnisse wirklich zu verstehen, Philosophie und Politik zusammenzubringen, Theorie und Praxis zu verschmelzen, und zwar zum Wohle der leibhaftigen Menschen und nicht zum politischen Entertainment einer Minderheit, das war das erklärte Ziel, der hartnäckige Claim von Marx und seinen ersten Anhängern. Dafür sei ganz zu Beginn an einen Gedanken erinnert, der Ihnen allen so geläufig ist, wie er die Protagonisten meiner Studie vor anderthalb Jahrhunderten beeindruckte. Die Theorie, schrieb Marx 1844 in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert. Und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Mensch ist aber der Mensch selbst. Daraus abgeleitet dann der Selbstauftrag, die Philosophen müssen die Welt verändern.
Die Erfahrung und Beschreibung der Welt, wie sie ist, war für Marx der Ausgangspunkt seines politischen, ökonomischen und philosophischen Denkens. Es ging ihm bekanntlich nicht mehr nur um das Interpretieren der Welt, sondern um deren Veränderung. Diese nachdrückliche Wirklichkeitsbehauptung nahm ich als den Ausgangspunkt, um nach den erfahrungsgeschichtlichen Grundlagen einer solchen Weltsicht zu fragen. Und zwar gerade im Übergang von den marxischen Texten, zur politischen Bewegung, die also einen Prozess zeigen lässt, die aus einem Namen einen Ismus machen. Also wie wird aus Marx eigentlich Marxismus? Mit der Habilitation, aus der das Buch, also die Erfindung des Marxismus, entstanden ist, hervorgegangen ist, wollte ich die konventionelle, auf Theorie- und Programmexegesen fokussierte und zudem oft politisierte Marxismusgeschichtsschreibung um eine neue Perspektive bereichern, die bisher wenig systematische Aufmerksamkeit gefunden hat. Mittels eines Gruppenporträts galt es, das politische Coming of Age sozusagen der ausgewählten Protagonisten zu rekonstruieren und damit ganz ähnlich wie Thomas Welskopp in seiner Studie über die frühe Sozialdemokratie neue Fragen an alte Bekannte zu stellen. Warum wirkten Marx' Gedanken so anziehend? Woher der feste Glauben an die Weltveränderungsmacht des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus? Was brachte gerade junge Leute ganz unterschiedlicher Prägung und in ganz unterschiedlichen Ecken Europas dazu, sich so nachdrücklich, teils mit allen Mitteln und unter Einsatz des eigenen Lebens, für diese eine Sache zu engagieren? Oder ganz allgemein und überzeitlich gefragt, wie ticken Revolutionäre? Damit richte ich den Blick auf eine Gruppe von Intellektuellen, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aus Marx' Texten und Thesen eine Lehre machten, sich selbst als dessen Schüler verstanden und das Wort Marxismus, das älter war, aber es dann halt in diesem Sinne zu besetzen suchten. In meiner Auswahl habe ich mich Leszek Kolakowski und Hans Jäger folgend auf den später etablierten Kanon der sogenannten führenden Theoretiker, auf die erste geistige Generation, wenn man so will, des Marxismus konzentriert, und zwar in den Ländern Deutschland, Frankreich, Österreich und Russland, jenen vier Ländern, in denen die sozialistische Bewegung damals am stärksten unter Marx Einfluss kam, also so zwischen 1870 und 1890. Die für die Auswahl entscheidende generationelle Erfahrung war dabei nicht an das Lebensalter, sondern an das Lektürealter gebunden. Es geht um 9 Intellektuelle, die in ihren Ländern jeweils die ersten engagierten Leser der marxischen Texte waren. Sie einerseits lasen, übersetzten, kommentierten und weiterschrieben und andererseits zugleich aktiv in den politischen Alltag der entstehenden sozialdemokratischen Bewegungen einzugreifen suchten. Ich möchte Ihnen im Folgenden, jetzt ist es doch schön, dass wir Bilder haben, diese Gruppe kurz vorstellen. Viele von, können Sie den Namen sehen? Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Jules Guett und Jean Jaurès, die beiden Franzosen oben rechts, Viktor Adler, der Gründer und sozusagen Vereiniger der österreichischen Sozialdemokratie, Georg Plechanow, Ulyanov, Struve und Luxemburg aus dem Zarenreich im weitesten Sinne, und Luxemburg, wie Sie wissen, ist später dann in die deutsche Sozialdemokratie gewechselt. Kommt aber aus der polnisch-russischen, das ist ja ein wichtiger Aspekt in ihrer Biografie. Die 9 jungen Leute auf diesem Gruppenbild mit Dame entstammten Eisenbahner, Künstler, Naturwissenschaftler, Kaufmanns- und Bauernfamilien. Die 3 davon waren zudem jüdischer Herkunft, Bernstein, Adler und Luxemburg. Mit Blick auf die primäre und sekundäre Sozialisation dieser 9 jungen Menschen lassen sich in Bezug auf Herkunft, Elternhaus und Schulbildung eine Reihe von Gemeinsamkeiten hervorheben. Sie alle entstammten einem meist warmherzigen Elternhaus, in dem ein ausgeprägter Sinn für Bildung und Literatur, ein hohes Maß an Weltzugewandtheit und ein nachhaltiges Interesse am überlieferten wie am alltäglichen lebensweltlichen Wissen der Gegenwart herrschte. In allen Elternhäusern wurde gelesen, was der Geldbeutel hergab, vielsprachig konversiert und mit dem Nachwuchs früh über gesellschaftliche Fragen diskutiert, nicht immer, aber oft in liberaler Tonart. Alle waren es von früh an gewohnt, mit der Welt befasst zu sein, ohne aber selbst von den schlimmsten Folgen der wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche ihrer Zeit unmittelbar betroffen zu sein. Nur Bernstein und Guett wuchsen in relativ einfachen, zum Teil auch kärglichen Verhältnissen auf. Alle anderen entstammen relativ gesicherten Verhältnissen, materiell gesehen.
Zudem waren es, dies gilt vor allem für Kautsky, Jaurès, Plechanow und Luxemburg, häufig die Mütter, die die weltanschauliche Prägung der Kinder dominierten. Die formale Bildung wurde eher von den Vätern überwacht oder wie im Fall Goethe gar selbst vermittelt, der Vater war Privatlehrer. Derartig geprägt entwickelten diese 8 Männer und eine Frau früh ein hohes Selbstbewusstsein, ein Gefühl, als Kinder des Jahrhunderts Geschichte machen zu können, also das, was man in der Psychologie eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung nennt. Sie näherten sich den Marx'schen Texten mit einem bereits bemerkenswerten Sendungsbewusstsein, denn es galt, Zitat, mit vereinten Kräften den verschimmelten Erdball aus den Angeln zu heben und in neue Bahnen zu lenken. Wie es in einem der Lieblingsgedichte Rosa Luxemburgs heißt, von Adam Mickiewicz. Über die oft mühsame, jahrelange Aneignung der Marx'schen Texte entwickelten sie sich nicht nur zu den Stichwortgebern ihrer jeweiligen nationalen Bewegungen, über die Verbindung zum alten Engels, der sozusagen metaebenmäßig die 10. Person in dieser Studie ist, der spielt eine zentrale Rolle, über diese Verbindung zum alten Engels und zur Zweiten Internationale als Netzwerk entwickelten sie sich diese Neuen auch zu den Vordenkern einer immer einflussreicheren transnationalen politischen Gemeinschaft, die angetreten war, um die soziale Frage mit demokratischen, wissenschaftlichen und revolutionären Mitteln ein für alle Mal zu lösen. Diesen Sozialisationsteil, das ist das erste Drittel des Buches, das mache ich, das ist auch das Ungewöhnliche an dem Buch, das haben Marxismushistoriker wenig gemacht, aufgrund von Ego-Dokumenten, Selbstzeugnissen, Tagebüchern, Zeichnungen, Briefen vor allen Dingen, rekonstruiere ich diese, was ich Ihnen jetzt gerade zusammenfassend dargestellt habe. Das kann man unglaublich bunt und lebendig auch erzählen anhand von Selbstzeugen, die zum Teil lange bekannt sind, wie Kautskys Zeichnungen zum Beispiel, die liegen in Amsterdam, die habe ich nicht entdeckt, die liegen da schon lange, aber die sind eben nie wirklich angeschaut worden. Oder das Tagebuch von Viktor Adler liegt in Wien im Archiv und ist eine unglaublich reichhaltige Quelle, auch die seiner Frau, die nervlich krank war, die Autobiografie, die ist unveröffentlicht. Und der erste Teil des Buches versucht diese, was ich Ihnen jetzt gerade als kursorisch dargestellt habe, diese Sozialisationswege im Elternhaus und in der Schule, also auch sehr quellengesättigt darzustellen. Darauf will ich aber heute im Weiteren vielleicht nachher am Beispiel von Rosa Luxemburg ein bisschen ausführen. Schaut man nun systematisch auf die Lektüren der Protagonisten im Kontext ihrer politischen Sozialisation, so zeigt sich, dass Marx' Werk offenbar zwei Hoffnungen nährte, beziehungsweise zwei Perspektiven eröffnete: Wissensmacht und Handlungsmacht. Wie sahen diese Lektüren nun im Einzelnen aus? Der mittlere Teil meines Buches unternimmt es in 9 teils sehr eng miteinander verwobenen Anläufen, den Protagonisten sozusagen beim Lesen über die Schultern zu schauen, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, in welcher Weise dieses Lesen an persönliche Lebenslagen, erste Politik- bzw. Untergrunderfahrungen und andere Lektüren gebunden waren. Mangels überlieferter Leseexemplare, ich habe wirklich überall gesucht und nicht ein einziges Kapital mit den Notizen eines meiner Protagonisten gefunden, merkwürdiger, aber bemerkenswerterweise, also mangels dieser überlieferten Lektüreexemplare, die wir alle zu Hause stehen haben, habe ich sie in Ego-Dokumenten, diese Lektüren also in Ego-Dokumenten, in Schriften, die in weiterführender oder popularisierender Absicht verfasst wurden, sowie in Gedenkartikeln und Nachrufen auf Marx und Engels nachvollziehen können. Diese neuen Marx-Lektüren waren im Hinblick auf Zeitpunkt und Intensität recht disparat, in ihrer emotional-intellektuellen Wirkung jedoch durchaus vergleichbar. Denn Marx wurde nicht gelesen, er wurde entdeckt. Das Marx-Erlebnis, in dem Lenin, Dietrich Geier zufolge, seine weltanschauliche Heimat fand, lässt sich in den Biografien aller Protagonisten relativ eindeutig nachweisen. Dieses Erlebnis war jedoch kein Schlüsselmoment, sondern vielmehr ein allmähliches Einrasten in eine ganz bestimmte Optik. Ein Prozess, über den man Eingang in eine distinkte Diskursgemeinschaft mit durchaus familiären Zügen fand. Ja, eine Art dritte Sozialisation, wenn man es soziologisch betrachten will. Alle neuen Protagonisten kamen dabei zu der Überzeugung, dass die Geschichte auf ihrer Seite stand, dass die Entfremdung und Ausbeutung des Menschen im Kapitalismus gerade ihren Höhepunkt erreichte, zu ihrer Zeit also, und dass diese Entwicklung aber zugleich naturnotwendig, eines der Lieblingswörter von Leuten wie Karl Kautsky, in dessen Untergang, den Untergang des Kapitalismus führen würde. In Texten wie zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie, dem Manifest der Kommunistischen Partei, im Kapital und nicht zuletzt im Anti-Düring von Friedrich Engels fanden sie spezifische Begriffe und Argumentationsfiguren, die fortan wie eine Brille die Betrachtung der sozialen Geschichte und Gegenwart fokussierten. Dazu gehörten beispielsweise Begriffe wie Klassenkampf, Reservearmee, Mehrwert, Proletariat, Warenfetischismus oder Bewegungsgesetz und Theorien bzw. Argumentationsfiguren wie die paradoxe evolutionäre Revolutionstheorie des Kommunistischen Manifests, die Verelendungstheorie, die Deutung der gesellschaftlichen Zustände im Kapitalismus als anarchisch oder die Umschreibung der ihm eigenen Marktdynamiken als geradezu mystisches Geschehen hinter dem Rücken der Akteure. Sorry, that's okay. Die marxischen Gedanken wurden von den ersten Epigonen wie Entdeckungen gefeiert und für ihre erleuchtende, wegweisende Kraft verehrt. Sie sorgten darüber hinaus, nicht zuletzt mittels einer sehr anschaulichen, oft polemischen Sprache, für die Erbauung einer noch unsicheren, aber europaweit anwachsenden sozialdemokratischen Bewegung. Den vielerorts staatlichen Repressalien ausgesetzten Arbeiterparteien boten sie im politischen Alltag dringend benötigten Treibstoff zur Aufklärung, Orientierung und Mobilisierung. Damit befriedigten sie spezifische, nicht nur individuelle, sondern politische Bedürfnisse und erfüllten in der Entstehungsgeschichte der sozialdemokratischen Bewegungen ganz bestimmte, sehr wichtige Funktionen. Die folgenden Beispiele, die die Lektüreerfahrungen von Lenin, Luxemburg, Kautsky und Adler reflektieren, sollen dies etwas veranschaulichen. Sie zeigen, wie zentral in diesen Lektüren zum Beispiel die Idee einer gesetzmäßigen historischen Entwicklung war, wie wichtig eine klare, mit eindringlichen Begriffen versehene Sprache und das Marx-Engelsche Erkenntnisversprechen war und wie nachhaltig die Emphase, das Pathos wirkte, das deren Texte zugleich ausstrahlten und produzierten. Dann lese ich Ihnen ein erstes Beispiel vor aus Lenins Schrift Was sind die Volksfreunde, seine erste politisch-programmatische Schrift, 1894 verfasst. Wie Darwin der Vorstellung ein Ende bereitet hat, Tier- und Pflanzenarten seien durch nichts miteinander verbunden, zufällig entstanden, von Gott erschaffen, wie er als erster die Biologie auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt hat, so hat Marx als erster die Soziologie auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt, indem er den Begriff der ökonomischen Gesellschaftsformation als Gesamtheit der jeweiligen Produktionsverhältnisse festlegte und feststellte, dass diese Entwicklung solcher Formationen ein naturgeschichtlicher Prozess ist. Ein anderes Beispiel ist Luxemburg, aus einem Text über Marx-Theorien über den Mehrwert, 1905 verfasst, wo es vor allen Dingen um die Begriffsprägung geht, die Marx Werk ausmachte und die ihn so überragend machte in ihrer Sicht. Marx verwendet den Begriff der produktiven Arbeit als historische Kategorie. Es ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das unter dem Begriff der produktiven Arbeit steckt, genau wie unter dem Begriff Kapital. Durch das Prisma dieses Begriffes gesehen, ersteht vor uns die kapitalistische Gesellschaft wie auf flacher Hand in deutlichsten Farben und Konturen, in all ihrem objektiven Wahnsinn der Gesetze und in all ihrer subjektiven Verkehrtheit der Anschauungen. Die Gesellschaft, in der als innerer, gleichsam von Gott und Natur bestimmter Zweck der menschlichen Arbeit die Bereicherung anderer erscheint. Karl Kautsky schrieb in seinem Nachruf auf Karl Marx 1883, veröffentlicht wenige Wochen nach dem Tod des Meisters: Die Autorität des Genies beruht auf der Erkenntnis. Je höher man selbst steigt, desto größer erscheint einem das Genie. Desto mehr erfasst man es, desto williger beugt man sich. Das ist nicht die scheue Unterwerfung unter die Autorität der Kirche. Das ist nicht die widerwillige Subordination unter dem Korporalsstock. Das ist die freudige, selbstbewusste Anerkennung der Größe, die der Menschengeist erklimmen kann. Sie beruht nicht auf Servilität, sondern auf Selbstachtung. Da kommt also dieses Erkenntnisversprechen, dieses Erkenntniswollen, sich selbst auch für erkenntnisfähig halten, auch in das sehr eitler Manier sehr deutlich zum Ausdruck. Typisch Kautsky, das Zitat, könnte man sagen. Und zuletzt ein Beispiel für dieses Pathos und die Emphase, und die Studie betont auch die Emotionen,
sozusagen die Emotionsaspekte, die dieses Engagement hatte. Viktor Adler sitzt 1895 wieder mal im Gefängnis, da saß er öfters und schreibt in einem Brief an Friedrich Engels, mit dem er eng verbunden war, wie die meisten in meiner Studie. Ich habe Kapital 2 und 3 ganz durchgearbeitet und fast den ganzen ersten Band und zur Kritik repetiert. Ich gestehe, dass ich insbesondere in 2 mir mitunter der Atem ausging, aber 3 entschädigt reichlich. Der dritte Abschnitt gab mir das Gefühl des Rausches, wie ihn der Ausblick auf einen mühsam erreichten Berggipfel gibt, wo man plötzlich sieht, wo man gegangen und warum. Auf die Gefahr hin, dass du mich im Verdacht hast, die Einsamkeit habe mich überschnappen gemacht, muss ich dir erzählen, dass der Eindruck der Erhabenheit alles andere überwog. Marx und Engels versprachen also auf ganz unterschiedlichen Ebenen Wissensmacht. Und sie beflügelten damit nicht nur eine Handvoll Intellektueller, sondern zugleich auch eine reale, transnational ausgreifende politische Bewegung. Denn neben dem praktischen Engagement in der Sozialdemokratie machten sie sich an die Popularisierung der marxischen Weltanschauung. Sie übersetzten, kommentierten und resümierten seine Theorien in eigenen ersten Veröffentlichungen und es waren neben Engels Anti-Düring vor allem die in einfacher Sprache verfassten Marx-Synthesen aus der Feder Kautskys, Goetz, Bernsteins oder Luxemburgs, die von den Arbeitern in den Bibliotheken lokaler Arbeiterbildungsvereine gelesen oder auf abenteuerlichen Wegen ins Zarenreich geschmuggelt wurden. Sie wirkten jeweils wie intellektuelle Relais, die das marxische Ideenpaket nicht nur in andere Sprachen, sondern auch in andere intellektuelle und politische Horizonte übertrugen. Sie hatten den universalen Zündstoff darin erkannt und sorgten zielstrebig mit Broschüren, Vorträgen, Zeitschriftengründungen dafür, dass dieser sich auch entzünden würde. Diese Texte bildeten bald einen eigenen Kanon und über dessen Marx Nähe oder Verzerrungen wird bis heute munter und recht unproduktiv, wie ich finde, gestritten. Betrachtet man diesen Kanon nicht marxologisch, sondern ideenhistorisch, so lässt sich anhand dieser frühen, in eigenen Texten manifesten Marx-Aneignungen nachvollziehen, wie aus einer als wissenschaftlich verstandenen und sprachgewaltigen Gesellschaftskritik eine tragfähige politische Ideologie entstehen kann. Denn Marx machte die Komplexität der zunehmend durch kapitalistisches Wirtschaften geprägten Gesellschaften auf eindringliche und doch betont nüchterne Weise sichtbar. Er beschwor den mitleidlosen, objektiven Tatsachenblick auf den Kapitalismus als gewordene Gegenwart, als die Matrix, die nun sämtliche Aspekte der Conditio Humana umherrschte und beherrschte. Diese in der Tat revolutionäre Perspektive enthielt das Versprechen, dass wer die Welt in seinem Sinne radikal materialistisch betrachtete, diese Welt sozusagen vom Rückenwind der endlich durchschauten Geschichte geschoben einst noch radikal verändern wird können. So lautet eine meiner Hauptthesen in meinem Buch, dass es nicht so sehr eine verheißungsvolle Zukunftsutopie war, die Marx-Ideen ihre ursprüngliche Anziehungs- und Ausstrahlungskraft verliehen. Vielmehr war es ein auf die Gegenwart gerichtetes, nicht nur philosophisch, sondern wissenschaftlich begründetes Erkenntnisversprechen. In ihren Parallelen zum lebenslangen Marx-Lesen verfassten eigenen Texten, einige habe ich hier auf dem Schirm, Synthesen, Streitschriften, Nachrufe und Erinnerungen, folgten die neuen ersten Marxisten in meiner Studie selbstbewusst der selbstbewussten Behauptung, dass wer mit Marx seinen Tatsachenblick nicht von Mitgefühl blenden lässt, sondern diesen Blick mittels empirischer Betrachtung schärft und mehr noch nach theoretischer Einsicht in die innere Logik der Wirklichkeit strebt, dass wer dies unternimmt, die Bewegungsgesetze der Geschichte erkennen und in entscheidenden Momenten gar ein wenig lenken wird können. Wie ein Blueprint ließ sich nun diese Mischung aus Evolution und Revolution, aus sozialwissenschaftlicher Analyse, geschichtsphilosophischer Prognose und politischer Programmatik in die verschiedensten Kontexte übertragen. Handlungsmacht. Ab Ende der 1870er Jahre eroberten Marx' Gedanken den praktischen Klassenkampf. Sie beflügelten, disziplinierten und perspektivierten das Engagement einer zunehmend politisierten Arbeiterschaft und prägten die ersten Parteiprogramme der sozialdemokratischen Bewegungen in Frankreich, Österreich, Deutschland und Russland. Teils schrieben der exzellent vernetzte Meister und sein kongenialer Genial daran persönlich mit. Beispiel das Programm der französischen Arbeiterpartei.
Und Kolakowski, einer der großen Doyens der Marxismusforschung, hat also dieses Zeitalter, in dem das dann fällt, in das es führt, das goldene Zeitalter des Marxismus genannt. Ich möchte mich im zweiten Teil meines Vortrags etwas detaillierter auf die politische Biografie Rosa Luxemburgs konzentrieren, die ich im Buch unter der Überschrift Engagierte Wissenschaft nachzeichne. Damit folge ich nicht nur gern dem Wunsch der Veranstalter, über sie etwas ausführlicher zu sprechen. Man könnte auch sagen, dass gerade sie den Typus des marxistischen intellektuellen Politikers auf paradigmatische Weise verkörperte. Liebste, hier ist es sehr schön. Jeden Tag werden 2 bis 3 Personen in der Stadt von Soldaten erstochen. Verhaftungen kommen täglich vor, sonst ist es aber sehr lustig. Diese Zeilen schrieb Luxemburg im Januar 1906, kurz nach ihrer Ankunft in Warschau, an Karl und Luise Kautsky in Berlin. Seit dem Ausbruch der Unruhen in St. Petersburg am 22. Januar 1905 und in Warschau 5 Tage später hatte sie von Berlin aus die Ereignisse zu verfolgen und einzuordnen versucht. Sie schrieb Leitartikel und politische Berichte für den Vorwärts und hoffte, so die in Russland ins Stocken geratenen revolutionären Ereignisse, das hieß die verfluchte Karre mit einem Ruck aus dem Drecke herauszubekommen oder wenigstens wieder in Trab zu bringen, wie sie in jenen Wochen an ihren Geliebten Leo Jogiches schrieb. Luxemburgs Reaktion auf die Ereignisse in Russland und Polen 1905-1906 exemplifiziert die Mischung aus Voluntarismus und Idealismus, aus Aktion und Reaktion, welche den modernen und keineswegs nur marxistischen Revolutionsbegriff kennzeichnete. Eine Revolution wurde einerseits als ein vom Handeln der Akteure relativ abgekoppelter historischer Prozess verstanden und konnte gleichzeitig aber auch ein Moment sein, in dem sich individuelle Erfahrungsräume unerhört weiteten, und zwar unabhängig davon, ob man die Ereignisse direkt miterlebte oder aus der Ferne beobachtete. Diese subjektive Seite der Revolutionsgeschichte rückt jüngst verstärkt in den Fokus der historischen Forschung, denn ohne die Wahrnehmung, Selbstbilder und Selbstwirksamkeitserwartungen der Zeitgenossen lassen sich wohl die Ursachen und Dynamiken politischer Umbrüche nicht hinreichend erklären. Luxemburg sah sich von Beginn ihres politischen Engagements an zugleich als Analystin und Visionärin. Die promovierte Nationalökonomin war zweimal in ihrem Leben, 1905-1906 und 1918-19, aktiv an einer Revolution beteiligt. Dabei verstand sie es stets als ihre Aufgabe, den gegenwärtigen revolutionären Zustand in diesen beiden historischen Momenten zu beschreiben und zugleich den damit verbundenen politischen Erwartungshorizont zu weiten. Für sie war sowohl der revolutionäre Gedanke als auch der revolutionäre Wille unter dem Druck der Ereignisse zur unendlichen Expansion imstande, wie es ihr Biograf J.P. Nettel einmal formulierte. Luxemburg hat ihre Revolutionstheorie nie kohärent zu Papier gebracht. Vielmehr muss man sie aus ihren Texten und Zeitungsartikeln herauskristallisieren, wie es Kolakowski versucht hat, oder sich mit Helga Grebing mit der Kerndefinition begnügen, Revolution sei die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. So ihre Definition in Sozialreform und Revolution. Nettel hat gerade gar nicht erst versucht, ihre Revolutionstheorie zu rekonstruieren. Revolution sei für Luxemburg kein Konzept, sondern ein State of Mind, ein zugleich zerstörerischer und schöpferischer Politisierungszustand. Inwiefern lässt sich nun Luxemburg, ausgehend von ihrem theoretischen und praktischen Revolutionsverständnis, als paradigmatische marxistische Intellektuelle verstehen? Zunächst einmal verstand sie, wie alle anderen 8 Protagonisten, ihr Denken bereits als Eingreifen. Und doch betrieben sie alle mehr als das von Ingrid Gilcher-Holtei in Anlehnung an Brecht und Bourdieu beschriebene eingreifende Denken. Ihre primäre Handlungssphäre war nicht das literarische Feld, in das man zeitweise mit überparteilichen gesellschaftskritischen Stellungnahmen eingriff, sondern das politische Feld. Sie formulierten parteiliche, auf wissenschaftlicher Erkenntnis zurückgreifende Programme und strebten danach, aktiv an deren Verwirklichung mitzuwirken. Und dies ganz unabhängig davon, welche Ämter oder Funktionen sie innerhalb von Partei- oder parlamentarischen Strukturen bekleideten. Das Marxistische an diesem intellektuellen Typus waren die Überzeugung und der Wille, die Welt nicht nur auszudeuten, sondern Kraft der eigenen intellektuellen Arbeit auch nachhaltig zu verändern.
Gerade die erste Generation kann man demnach mit Lutz Niethammer, einem Historikerkollegen, als spezifisch politisierte Willenselite bezeichnen. Wenn nun zusätzlich noch vom Marxismus als Engagement die Rede ist, verwende ich diesen Begriff nicht emphatisch, sondern analytisch. Gestützt auf Norbert Elias' Überlegungen in seinem 1956 publizierten Essay Engagement und Distanzierung, nehme ich damit die individuellen Weltaneignungsweisen der Protagonisten in den Fokus. Elias' Essay war als Beitrag zur Wissens- bzw. Wissenschaftstheorie konzipiert. Er suchte darin nach einem Ausweg aus dem Dilemma der Menschenwissenschaftler, wie er sie nannte, die als sozial gebundene Wesen ihre eigene gesellschaftliche Natur zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung machten. Also solidarisch sind, loyal, implizit oder explizit. Zentral und besonders schwierig sei dabei ein ausgewogenes Verhältnis von Engagement und Distanzierung in Bezug auf den untersuchten Gegenstand zu wahren. Denn die größte Herausforderung, vor der nicht nur die Sozialwissenschaften, sondern jede Gesellschaftspolitik steht, sei die Scheidung von Ist-Fragen und Soll-Fragen, so Elias. Dessen, was ist und dessen, was sein soll. Elias blieb sehr skeptisch, ob es den Menschenwissenschaften je gelingen würde, sich so umfassend zu disziplinieren, wie es den Naturwissenschaften im Hinblick auf die natürliche Umwelt gelungen zu sein scheint. Er schrieb dies freilich Mitte des 20. Jahrhunderts, als in zwei Weltkriegen klar geworden war, dass das so fragile Gleichgewicht zwischen engagierenden und distanzierenden Impulsen auf das Heftigste erschüttert werden kann, wenn sich Menschen, mithin Intellektuelle und Wissenschaftler, besonders engagieren. Mir hat der spektrale Zuschnitt des Elias'schen Engagementbegriffs die Analyse der Weltaneignungsweisen der Protagonisten, einschließlich der Lektüren, die einen integralen Bestandteil jeder Weltaneignung sind, sehr erleichtert. Und im Ergebnis zeigt sich nun, dass auch wenn die Quellenlage hier sehr disparat ist, die individuellen Weltaneignungen nicht auf einer Dichotomie zwischen Wirklichkeitsnähe und Wirklichkeitsferne, mithin auf die Frage nach dem Wirklichkeitssinn zu reduzieren ist. Vielmehr changierten die Bezüge zur Wirklichkeit zwischen konkret und abstrakt, realistisch und romantisch, selbstbezogen und weltbezogen. Die Quellen zeugen zudem selten von einem dialogischen Weltbezug. Meist wurde über das Elend der Elenden gesprochen, nicht mit ihnen. Und doch reflektieren diese Bezüge eine nachhaltige Befasstheit mit den gesellschaftlichen Realitäten außerhalb der eigenen Lebenswelt. Die von Marx vertretenen Thesen fungierten dabei im Laufe der Zeit immer stärker als Prisma, das die Wahrnehmung dieser Realitäten spezifisch formte. Gerade Luxemburgs viel gelesenen Artikel und Polemiken changierten zwischen hyperrealistischer Detailtreue und weltanschaulicher Abstraktheit, zwischen Realismus und Romantik, Selbst- und Weltbezug. Routiniert komponierte sie aus scheinbar willkürlich ausgewählten Einzelschicksalen furchtbare Fabeln vom kapitalistischen Untergang. Und gerade in ihren Briefen wird eher ein selbst- als ein weltbezogenes Mitgefühl für die Not der Ausgebeuteten deutlich. Sie sei grundsätzlich am menschenfreundlichsten, wenn sie niemanden sehe, brachte sie es in ihren Freund Robert Seidel einmal auf den Punkt. Und an Leo schrieb sie als Schlesienbeauftragte der SPD aus der polnischen Heimat, dass ihr beim Anblick des nackten Elends der Landbevölkerung, unsere Bauern, ausgemergelt, dreckig, aber eine prächtige Rasse, einerseits die Tränen kamen und dieser Anblick sie andererseits aber so beglückte, dass sie sich von ihrem Anblick nicht losreißen wollte. Luxemburgs Blick auf die soziale Wirklichkeit war gerahmt von einem spezifischen Selbstverständnis als eingreifende Denkerin, das zwar in der Bereitschaft zur Aufopferung extrem war, aber dennoch eine für die ersten Marxisten typische Mischung aus Selbstvertrauen, Erkenntniswillen, Handlungsglauben und Ohnmachtsangst aufwies. Ihr hoher Selbstwirksamkeitsglauben wurde immer wieder durch eine tiefsitzende Angst vor dem Dahinfristen eines toten, hilflosen, nachtrottenden Daseins herausgefordert. Dieses Changieren zwischen All- und Ohnmachtsvorstellungen, das sich auch in den Selbstzeugnissen der anderen Protagonisten findet, fügte Luxemburg nicht selten unvermittelt in ihre alltägliche Korrespondenz ein. Auf einer Postkarte, und jetzt bin ich doch froh, dass wir die Bilder haben, weil ich die Ihnen zeige, auf einer Postkarte an die Kautskys
etwa notierte sie im Sommer 1900, wie sie beim Anblick von Naturgewalten ein Gefühl der eigenen Nichtigkeit und zugleich unbändigen Willenskraft überkam. Ich hatte das Gefühl beim Anblick des Rheinfalls in der Schweiz und sein unaufhörliches Getöse, das nicht eine Sekunde stillsteht, Tag und Nacht währt, Jahrhunderte überdauert. Es erfüllte mich mit grausigem, vernichtendem Gefühl. Ich kam ganz niedergeschmettert nach Hause und jedes Mal, auch jetzt, wenn ich vorbeifahre und aus dem Waggonfenster des Zuges das furchtbare Schauspiel, die weiße, kochende Wasserhölle sehe und das betäubende Getöse höre, schnürt sich mir das Herz zusammen und in mir sagt etwas, dort ist der Feind. Ähnlich wirkt übrigens eine Weltauffassung, bei der es von allen Begebenheiten heißt, wie bei Rabbi ben Akiva, es war immer so, es wird schon selbst gehen und dergleichen. Und der Mensch mit seinem Wollen, Können, Wissen so überflüssig erscheint. Deshalb hasse ich solche Philosophie, mon cher Charmant Karl, und bleibe dabei, dass man sich lieber in den Rheinfall stürzen und in ihm wie eine Nussschale untergehen muss, als ihn mit weisem Kopfnicken weiter rauschen zu lassen. Dies waren nicht nur leere Floskeln. Luxemburg war nicht nur in Gedanken bereit, sich selbst und andere allerlei Formen seelischer und physischer Gewalt auszusetzen. Das zeigen nicht nur ihre Briefe und Artikel in der Roten Fahne aus den Wochen vor ihrer Ermordung. Sie drohte halbernst, zum Beispiel auch ihrem Geliebten, ihn so lange zu terrorisieren, bis er sie als Frau gut behandelte. Genauso wie politischen Gegnern, man glaube nicht, dass ich scherze, sie eines Tages, wenn andere Zeiten angebrochen seien, füsilieren, exekutieren zu lassen. Und ohne Umschweife begrüßte sie die Straßengewalt der 1905er Revolution aus dem Gefängnis. Sie erinnern sich an den zitierten Brief an die Kautskys. Ohne Umschweife und ohne einen Hauch von Ironie oder Angst. Diese hochemotionalen, in Elias Sinne also überaus engagierten Facetten im politischen Engagement der Rosa Luxemburg gilt es zusammenzudenken mit ihrer gründlichen intellektuellen Bildung und sprachlichen Wendigkeit. Sie kam als bereits politisierte junge Frau nach Zürich, absolvierte dort ein wirtschafts- und rechtswissenschaftliches Studium, in dessen Verlauf sie ihre bürgerlichen Professoren nicht nur mit ihrer schlafwandlerischen Kenntnis der nationalökonomischen Literatur beeindruckte, sondern auch mit der Werf, mit der sie Marx als sozialwissenschaftlichen Revolutionär darstellte. Auf so vielen Gebieten der Nationalökonomie wurde die wirkliche Kritik erst von Marx gegeben, schrieb sie beispielsweise in einer Klausur zum Thema Lohntheorie. Getreu seiner dialektischen Methode habe er nachgewiesen, dass im Kapitalismus eben kein festes, sondern ein sich an die Produktionsbedingungen anpassendes Lohngesetz herrsche. Die kapitalistische Produktion für den faktisch grenzenlosen Weltmarkt, der Gedanke ihres späteren Werkes, die Akkumulation des Kapitals, könne ins Unendliche wachsen, denn es werde immer genug Kapital und Arme im doppelten Sinne geben. Kurzum, Zitat, das heutige Lohngesetz, ruft Marx aus, ist schlimmer als Ehan, es ist elastisch. Sein Name ist heute weder Lohnfonds noch ein anderes Spezialgesetz, sondern die ganze heutige Wirtschaft, der Kapitalismus selbst. Derlei Klausureinlassungen führten freilich dazu, dass sie von ihren Prüfern wegen Polemik ermahnt wurde. Andererseits dürfte ihre an Marx geschulte Auffassung, dass jede Theorie und damit auch jede Theoriekritik eine objektive Basis habe und also stets relativ historisch bedingt sei, ihre Lehrer regelmäßig ziemlich herausgefordert haben. Marx, der dann in ihrer ohne viel Polemik, aber in großer Sachkenntnis verfassten Dissertation über die industrielle Entwicklung Polens nur ein einziges Mal Erwähnung fand, war von dieser Kritik ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Und dennoch stellte Luxemburg sein olympisches Werk, das auf die Relativität jeder sozialwissenschaftlichen Erkenntnis verwies, über alle anderen Denker und pochte darauf, dass nur er eine Methode entwickelt hatte, mit der man die wahren objektiven Tatsachen erschließen könne. Luxemburg wurde, wie Kautsky, Plechanow oder Lenin, auch vor allem in dem Sinne Marxistin, dass sie darauf bestand, dass rein empiristische Klagen über soziale Missstände nicht ausreichten, um diese zu verstehen und zu überwinden. Dafür bedurfte es des Granitblocks der Wissenschaft. Erst der Ariadnefaden des historischen Materialismus mache es möglich, das Gebäude Sozialismus zukünftig zu errichten.
Anders als Flachköpfe wie Bernstein, ihr Wort, die sich im Zurechtstümpern eines flachen empirischen Sozialismus verausgabten, habe Marx nach einer monistischen, einheitlichen Auffassung der physischen und geistigen, der moralischen und materiellen Welt gestrebt, schrieb sie 1905 im Kontext der Revisionismusdebatte. Es sei im Übrigen klar, fügte sie hinzu, dass Marx diese Auffassung nicht finden konnte, bis er sie nicht selbst mitentdeckt hatte. Parallel zu ihrem Studium engagierte sich Luxemburg in der Sozialdemokratischen Partei des Königreichs Polen und gab gemeinsam mit Leo Jogiszew die Zeitung Sprawa Robotnicza, Sache der Arbeit, heraus, in der sie ihr wirtschaftswissenschaftliches Fachwissen in die politische Sprache, die einfache Sprache, die Sache der Arbeiter, übersetzte. Dafür suchte sie stets das, Zitat, Geschreibe rechter Arbeiter einzubeziehen, das den theoretischen Artikeln eine lebensweltliche Rahmung und Unterfütterung geben sollte. Schon hier machte sie sich also an die Popularisierung der marxischen Gedanken, und diese ersten Versuche enthalten bereits die doppelte Hoffnung auf Wissens- und Handlungsmacht, über die ich vorhin sprach. Unter dem Titel »Was ist Sozialismus?« und damit komme ich dann zum Schluss, schrieb sie 1895 in dieser Arbeiterzeitung für die Arbeiter gemacht. »Mein Gott«, wird man rufen, »ist es überhaupt möglich, dass so eine wunderbare Ordnung Wirklichkeit wird? Der Sozialismus hört sich an wie ein Märchen aus Tausend einer Nacht. Der gelehrte Karl Marx hat nach vielen Jahren des Studiums festgestellt, dass der Sozialismus auf der Erde notwendig erscheinen wird. Es ist klar, dass die Sonne scheint, es ist auch klar, dass die Erde um die Sonne kreist. Und genauso klar ist es, dass der Sozialismus herrschen wird. Karl Marx hat es nicht nur bewiesen, er hat ebenfalls gezeigt, welchen Weg wir wählen sollen, um den Sozialismus zu erreichen. In diesem letzten Zitat steckt emblematisch die für die Erfindung des Marxismus entscheidende Mischung aus Empörung und zwei Versprechen: Erkenntnis und Emanzipation. Der Blick zurück auf die ursprünglichen Motive einer Hinwendung zur marxischen Weltanschauung zeigt, wie reichhaltig und zugleich zwiespältig diese war. Sie ermutigte zur ewigen Skepsis und zum penetranten Fragen, forderte den illusionslosen Wirklichkeitsblick und die Negation des Status quo, rief zur politischen Partizipation auf und verschaffte so den defensiven Anklägern der sozialen Frage eine reale Handlungsperspektive. Gleichzeitig befeuerte Marx und seine Texte die politische Vorstellungswelt und Selbstwirksamkeitserwartung von Leuten, die ohnehin schon dazu neigten zu glauben, dass sie persönlich die Geschicke einer Gesellschaft buchstäblich wie einen Karren, wir haben es gehört, durch die Geschichte ziehen und schieben könnten. Diese Anstöße inspirierten in the long run einerseits die politische Emanzipation der vielen und die Entstehung des modernen Sozialstaats, andererseits aber eben auch den Ausschluss Andersdenkender und die Zwangskollektivierung ganzer Gesellschaften unter kommunistischem Banner. Die Entstehungsgeschichte des Marxismus ist somit ein Lehrstück über die Ambivalenz politischer Erkenntnis- und Partizipationsversprechen. Folgenreicher noch als jede in die Zukunft gerichtete utopische Verheißung war dabei die von Marx und Engels vertretene Behauptung einer über eingängige Begriffe vermittelten Gegenwartserkenntnis. Es ist also nicht unbedingt ein Machbarkeits-, sondern ein Durchschaubarkeitsversprechen, das jene gewaltigen Gestaltungs- und Zerstörungskräfte entfaltet hat, über die wir uns heute noch immer den Kopf zerbrechen. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thank you.